ein Kartenspiel mit 52 Karten. Darfst du die gerne mal anschauen? Darfst du dann auch kurz mischen? Du bist gerade da drüber stehen. Darfst du kurz mischen? Die Lea wird nachher eine Karte wählen und ich werde probieren, die Karte zu lokalisieren. Lokalisieren ist der Fachausdruck zum Wiederfinden. Für das braucht man ganz feine Hände. Darfst du mal anlängen, wie fein es sind? Sehr fein. Möchtest du auch mal anlängen? Es ist eigentlich nicht nötig. Ich mache das nur zu meinem eigenen Vergnügen. Hast du gut gewischt? Ja, gewischt. Sehr gut. Und jetzt werde ich dann gerade die Karte so abruscheln. Abruscheln ist der Fachausdruck, um so auf der Seite abruscheln. Und du sagst irgendwo Stopp. Stopp! Okay. Nimmst die Karte, schaust sie an, zeigst sie allen, ich schaue weg. Ich habe das Kunststück schon mal gesehen. Und zeigst die Kamera auch noch irgendeiner. Und du hast sie irgendwo zurück. Perfekt. Und du musst sie gerade nochmal mischen. Ziemlich fair bis jetzt, ja. Ja. Jetzt wird es dann gerade unfair. Gut. Ist gut gemischt. Und hat irgend... um das Ganze noch beeindruckender zu machen, probiere ich die Karte blind wieder zu lokalisieren. Also ich werde jetzt probieren, die Karte blind wieder zu lokalisieren. Und dazu hat irgendjemand von euch vielleicht ein super Herrenhaustuch dabei? Ich habe selber eins dabei. Wir machen das ja professionell. Ist zwar nicht glättet, aber es ist super. Aber ich tue nicht meine Augen verbinden, sondern verdecke das ganze Kartenspiel hier so. Und jetzt mit meinen feinen Fingern probiere ich, deine Karte wieder zu finden. Schaufel 5. Nein. Das ist Schaufel 5. Nicht so nervös, letzte Mal. Letztes Mal, als der 27. Mal auch geklappt. Ich probiere es nochmal. Schaufel 4. Alle guten Dinge sind drei. Ich probiere es nochmal. Hast du eine Zitrone gewählt? Du musst eine Zitrone gewählt haben, weil das Kartenspiel ist verschwunden. Gut, ich habe zwar deine Karte nicht gefunden, dafür darfst du dir die Zitrone behalten. Du hast dir die Sauer verdient. Nein, ist das Zitrone, wie sie bei uns auf der Dachterrasse wächst? Also nein, bis jetzt noch nicht. Aber es schmeckt wie eine Zitrone. Es schmeckt wie eine Zitrone, ja. Es ist eben Zitrone. ich habe auch ein bisschen geschafft, machen wir halbe. Schnitzt die mal so am Äquator entlang auf. Perfekt. Also ringsum. Genau, ringsum. Perfekt, das längt schon, glaube ich. Nimm das Messer. Du drehst sie noch ganz auf. Und dann sehen wir, dass du etwas drin hast. Jetzt seht ihr es wie eine Karte.